Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ratchet & Clank 3. Wir wollten das letzte Mal auf die Phoenix und dann mal schauen, was uns dort Schönes erwartet. Ich habe jetzt auf diesem Planeten nicht mehr viel gemacht, also eigentlich gar nichts mehr gemacht, keine Aufgaben mehr gemacht. Aber naja, ich glaube, das kann man mir verzeihen, oder? Oder hackt ihr mir jetzt den Kopf ab? Also kommt zu mir und eine links und eine rechts und so weiter. Naja, ich hoffe mal nicht. Deswegen geht's jetzt ab zur Phoenix und ich versuche einfach den Ladebildschirm da zu überbrücken mit komischem Gelaber. Und das war's auch schon und blabli blub. Immer noch nicht? Ja, aber jetzt gleich. Jetzt. Dann müssen wir erstmal noch landen. Das war der größte Tyrannoide aller Zeiten. So groß wie ein Sternkreuzer und mit noch mehr Feuerkraft. Es gab keinen Ausweg. Er kam direkt auf mich zu. Näher, immer näher. Oh, was soll ich bloß tun? Immer näher. Klick, klick, meine Waffe blockierte. Mann, echt? Und was war dann? Ja, das wollen wir alle wissen. Das ist es also. Das mächtige Q-Team, von dem ich so viel gehört habe. Ein Witz. Ich könnte euch alle auslöschen und sie würden es nicht mal in der Superschurken-Wochenshow bringen. Wie war's, Sir? Und sie würden der Modewelt einen großen Gefallen tun. Was dich betrifft, Agent Clank, mit dir habe ich noch einiges vor. Na gut, Lawrence, du kannst es jetzt abschalten. Oh, darf ich wirklich, Sir? Wie nett. Al, bitte melden! Ja, hallo! Jemand hat ein Hologramm auf das Schiff gesendet. Ich muss unbedingt wissen, woher das Signal kam. Mal sehen. Also ich verfolge das Signal. 6-Pass-Alpha-Verschlüsselung? Amateure! Ich hab's! Es kam von einer Einrichtung auf dem Planeten Dax. Zugriff auf die Datenbanken? Planet Dax? Aha! Ich hab was Verdächtiges gefunden. Ich übertrage es euch jetzt. Heute unternehmen wir eine Reise ins rätselhafte Hirn des größten Verbrechergenies unserer Galaxie, Dr. Nefarious. Wir machen eine Tour durch seinen geheimen Stützpunkt auf Dax und besichtigen einige seiner fiesesten Superwaffen, wie zum Beispiel den gefürchteten Regenbogen-Affusator. Dr. Nefarious, Ihre frühen Werke mochten wir alle. Was entgegnen Sie Kritikern, die behaupten, Ihre neuen Vorhaben seien bloße Fortsetzungen? Ich werde Sie vernichten! Lawrence, erzähl uns etwas über diese streng geheime Superwaffe, die auf Dax gebaut wird. Ach, super klingt immer so großspurig. Auch Waffe ist vielleicht doch etwas übertrieben. Aber der Blick aufs Meer bei Sonnenuntergang ist toll. Steht Dr. Nefarious kurz davor, die Weltherrschaft an sich zu reißen? Oder ist seine angebliche Superwaffe bloß eine seiner weiteren Spinnereien? Bleiben Sie dran bei der Superschurken-Wochenshow! Was immer Nefarious auf Dax vorhat, es riecht nach Ärger. Wir sehen mal nach. Klar, nur zu! Okay, so viel dazu. Wir könnten jetzt erstmal Quark-Videospiele spielen oder auf Solo-Deck und so. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mit der... Du willst also mal wieder meine Trainingsstrecke ruinieren, was? Hm? Eigentlich hatten wir gehofft, wir könnten die Geräte holen, sonst nichts. Unser Raumschiff fliegt gleich. Ha! Ihr Weicher, ihr wollt euch doch einfach immer nur drücken. Wenn du die Strecke schaffst, kriegt ihr das Gerät. Ist die eigentlich ein Roboter? Ich glaube ja, oder? So, müssen wir jetzt... Was? Achso. Ein Holo-Training. Diese Plattformen können mit dem Hyperseil aktiviert werden. Okay, damit hätte ich jetzt nicht... Ah, jetzt haben wir einen Schwunghaken. Okay. Taste, um die grünen Codeabschnitte zu sammeln. Drücke die Kreistaste, um die roten Abwehrprogramme zu zerstören. Blaue Abwehrprogramme können nicht zerstört werden. What? Oh Gott, das wird... Also dieser Hacker, der ist doof. Den werde ich nicht mögen.
Ja gut, man kann auch damit dabei hacken sozusagen. Ja gut, das ist ein Hacker. Schummeln in dem... Oh Gott. Gibt's da irgendwie eine... Okay, was muss ich jetzt mit den Blauen machen? Das weiß ich nicht. So, gibt's da eine bestimmte An... Was? Wie? Ach so. Okay, das hat ausgesehen, wie wenn ich... Wenn da noch was kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass da noch öfter was kommt. So, jetzt erstmal hier durch. Zack. Und hier. Ui, schwing. Wow, das sieht cool aus hier. Muss ich den in irgendeiner bestimmten Zeit packen oder muss ich das einfach nur durchrennen? Ja, ist okay. Um die grünen Codeabschnitte zu sammeln. Drücke die Kreistaste, um die roten Abwehrprogramme zu zerstören. Blaue Abwehrprogramme können nicht zerstört werden. Ich frage mich, ob was passiert, wenn da so ein Abwehrprogramm kommt. Achso, okay, da kommt also doch noch wirklich eine zweite Ebene. Oder ob, wenn so ein grünes Ding oben ankommt. Keine Ahnung. Ich will es aber auch nicht ausprobieren. Oh, das war knapp. Oh, das war sehr, sehr knapp. Okay, eigentlich habe ich gedacht, wir kommen mit das... Ja, doch, eigentlich gehört das zu der Story. Okay, zack. Das gibt's 100% auf dem anderen Planeten. So wie ich Ratchet & Clank kenne, man bekommt das nicht umsonst. Und wir können jetzt auf die anderen Planeten zurück und schauen, was uns dort so erwartet. Nein. Nein. So, da sind wir jetzt wieder an der Stelle. Ich bin schnell hingerannt. Und mal schauen, ob wir diesmal durchkommen. Ich hoff's doch. Okay, wir sind durchgekommen. Da ist noch eine grüne Tür. Mal schauen, ob wir die gehackt bekommen. Wir sind richtige Hacker in diesem Spiel. Ja, ich weiß so langsam. Ja, ich weiß, dass du gerne Code sagst. Back, zack. So. Falls ich etwas Dummes sage, bitte verzeiht mir, dass es etwas spät. Das sage ich in letzter Zeit immer in meinen Videos. Aber irgendwie komme ich auch immer nur sehr spät zum Aufnehmen. Das ist echt doof. Ich sollte mal wieder früher aufnehmen. Oder wenn ich ausgeschlafen bin und nicht, wenn ich so gut wie vorm Einschlafen bin. Und ja. Oh, wir haben es. Noch eine Ebene. Oh Gott. Aber es sieht cool aus. Ich finde, es sieht cool aus. So. Irgendwie bekomme ich das sehr gut hin, habe ich so das Gefühl. Und habe ich so das Gefühl, sage ich sehr oft. Was? Nein, nein. Achso. Nur die. Ich hoffe. Ich hoffe, nur das dritte muss ich nochmal machen. Oder bin ich wieder beim ersten? Nein, nein, ich bin bei der dritten Runde. Oh, das ging jetzt schnell. Wird das dann extra leichter? Ich bin mir nicht sicher. Ja, war es echt, aber okay. So. Gut, wir nehmen dann einfach die Geräte und brechen auf. Na klar, der Zwerg wird auch noch frech. Ho, ho, ho. Legst du es auf einen Ringkampf mit Helga an, ja?
Mal sehen, wie frech du bist, wenn ich dich verknotet habe. Vielleicht nächstes Mal. Feiglinge! Okay, wir haben jetzt alles und müssen auf den Planeten Dex, aber... das ist so... Warte mal, gibt's da noch was Neues im Schnell? Auswahlmenü. Wie kommt man auf den zweiten Kreisring wechseln? Ring wechseln, wir haben hier... Okay, das wird irgendwo schon irgendwie stimmen. Können wir eigentlich ein neues... Wir haben keine Raketenstiefel, die fehlen mir. Haben wir einen neuen Anzug? In die Dose. Okay, wir haben keinen neuen Anzug, wir haben immer noch den stärksten, besten Anzug. Und an Geld haben wir immer noch nichts. Okay. So, dann müssen wir jetzt aber erstmal zurück auf den Planeten, wo wir vorhin gestartet sind. Terra irgendwie. Wie hieß der? Tyrannosis, so rum. Und das... Die Folge besteht bis jetzt nur aus Zwischensequenzen, deswegen... Schaue ich mir jetzt noch dieses kleine Geheimnis an und dann war es das auch mit dieser Folge. Ich könnte auch einfach sagen, wir gehen auf den neuen Planeten, aber ich glaube, das wird eine längere Geschichte. Das kommt dann in der nächsten Folge. So. Und da sind wir ausgestiegen und fit wie eh und je. Und der Affe mit den geilen Schießskills, dem keiner nachts begegnen will. Und die Reifen sind cool, so. Obwohl die wahrscheinlich nicht sehr effektiv sind. Oder doch, die müssten sogar besser effektiv sein. Als normale Reifen, weil die dürften weniger Reibung haben. Wie normale Reifen. Aber das ist Physik. Das muss man nicht unbedingt verstehen. Okay. So, ich glaube, irgendwann levelt sich auch... Ich frage mich, ob der auch 5 Level hat, der Turm. Kommen wir snipern mal ein wenig. Wo ist die Sniper? Cool. Toll. Hat sich jetzt echt rentiert. Da oben war doch einer. Den will ich absnipern. Ich bin einfach nicht der Typ. Wie schießt man? Komm her. Okay, die Sniper, die ist echt gut und ich will die eigentlich auch aufleveln. Hyperseil, komm schon. Okay, so, jetzt sind wir hier. Ach so, okay. Dafür sind wir jetzt hierher gekommen und haben 5 Stunden unseres Lebens aufgebraucht. Super Sache. So. Nein. Das wäre knapp geworden. Kommen wir da eigentlich wieder hoch? Ja, wir kommen natürlich wieder hoch, denn das Spiel ist klasse. So. Mal schauen, ob wir die Flieger abgeschossen bekommen. Ja, na klar. Och, komm schon. Okay. Mal hier hinzielen, ob... Ja, da kommen dauernd durch. Ich frag mich, ob das... unsere Waffe auflevelt. Okay, wir haben keine Munition mehr. Das ist natürlich auch schön. Da wäre ein Munitionskaufständer gewesen, aber... Ach, nein. Das rentiert sich jetzt einfach nicht. Wow, da hat ja Aimbot drin. Und er freut sich. So, wir hatten aber vorhin auch mit Aimbot. Aber okay. So, jetzt noch Muni kaufen und dann... auf dem neuen Planeten landen
uns den mal kurz anschauen. Und dann geht's auch schon gleich. Ich könnte auch eine 20-Minuten-Folge machen, aber wenn ich so weitermache, dann wird das eh eine 20-Minuten-Folge. Also von da aus. Ach, ich weiß ja auch nicht. So, zack. Ab ins Schiff. Und auf Decks. Da. Ich frage mich, ob das da angelehnt ist, aber ich glaub's gar nicht. So, ui. Ach ja. Ui, ui, ui. Die Flug... Ich frag mich immer, wieso gibt's die Flugszenen, wenn dann doch nochmal eine Stunde hier in diesem Screen geladen wird, aber... Naja. Oder warum kann man sie nicht überspringen? Oh, der sieht schön aus, dieser Planet. Hier ist Ern. Die Einrichtung auf Dex hat 2 Hochsicherheits-Computer-Terminals. Nach meinen Informationen ist eines davon draußen auf den Inseln und das andere im Inneren des Hauptgebäudes. Okay. Sieht doch sehr schön aus und das Wasser... Ah, ich würde jetzt gerne ins Wasser hüpfen. Ah, naja. Dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Die war jetzt etwas länger, weil halt einfach nichts passiert ist, wirklich. Nur storymäßig gab es Zwischensequenzen, aber spielermäßig überhaupt nichts eigentlich. Haut rein, lasst eine Bewertung da. Und tschüss.